Kurze Sache am Rande, das Video, was ihr jetzt gleich seht, wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich bin euch ehrlich, bleibt von Anfang bis Ende dran. Das Intro, was ich jetzt gerade mache, mache ich gerade im Nachhinein. Also ich hatte eigentlich ein Intro gehabt für das Video, nur das Ding ist, ich habe halt wirklich von A bis Z erzählt, aber es war alles durcheinander. Also ich habe mal bei A angefangen, dann war ich irgendwann bei C, dann war ich irgendwann bei B, dann war ich bei Z. Also so müsst ihr euch quasi das Intro vorstellen. Es hat überhaupt keinen Zusammenhang ergeben, deswegen habe ich gesagt, drehe ich das Intro nochmal neu. Ihr habt wahrscheinlich gerade den Titel gelesen, das Thumbnail gesehen und viele denken sich gerade, okay, den Fall kenne ich. Viele denken sich wiederum aber auch, den Fall kenne ich nicht. Für die Leute, die den Fall nicht kennen, ich werde den Fall so ein bisschen erklären, ein paar kurzen Sätzen, damit ihr auch versteht, worum es geht in dem Video. Ich bin nach Rothenburg gefahren, zu dem Haus eines Kannibalen. Der Typ hat in seinem Haus einen Menschen umgebracht, zerstückelt und gegessen. Um das Ganze nochmal abzuschließen, es gibt tatsächlich eine schlechte Nachricht. Für viele wahrscheinlich eine gute Nachricht, für mich tatsächlich in dem Sinne eine schlechte Nachricht. Das Haus, wo Armin Mavis, der Kannibale, selber gelebt hat, das Haus stand bis vor 2 Wochen noch leer. Das heißt, man konnte da reingehen. Jetzt gab es irgendeinen Vogel, der sich dachte, komm, ich brenne das Haus mal an. Jetzt steht das Haus nicht mehr da. Das Haus ist einfach abgefackelt, komplett eingestürzt. Wie das Ganze da jetzt aussieht und was überhaupt noch da ist, was man filmen kann, werdet ihr im Video sehen. Deswegen bleibt gespannt und ich kann euch so sagen, es wird sehr interessant. Wir sehen uns. Ha, sie hat zurückgewunken. Wir haben noch 13 Minuten vor uns, also 14 Kilometer. Und ich muss sagen, Landschaften sind hier auf jeden Fall sehr, sehr schön. Aber ich muss sagen, ich kann mir wieder nicht vorstellen, hier zu leben. Für mich wirkt er auf jeden Fall relativ normal. Ne? Klar, wenn man mitkriegt, was er gemacht hat, dann hast du schon dieses Psychobild. Aber an sich war das ja ein ganz normaler Typ. Und die Leute, die quasi in seiner Nachbarschaft gelebt haben, haben halt auch immer berichtet und haben gesagt, ey, das war für uns ein ganz normaler Typ. Du hast gar nicht das Gefühl gehabt, dass der Typ krank ist. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Wer ist eurer Meinung nach kranker? Armin oder das Opfer? Er selber wollte das ja eigentlich nicht, ne? Also ich weiß nicht, was er für einen Knacks hatte, dass er sich überhaupt mit so einem Typen getroffen hat. Aber dieser Typ hatte ja einen Fetisch, weißt du? Der Typ hatte einen Fetisch und hat gesagt, ich will am lebendigen Leibe umgebracht werden. So, das war so der Fetisch von dem Typen. Und Armin hat ja theoretisch nur seinen Wunsch erfüllt. Klar, wenn ich jetzt überlege, ich denke mir auch, der Typ ist krank, der hat Menschen umgebracht. Aber ich habe gesehen in den Kommentaren von der Dokumentation, viele haben sich so ein bisschen gestritten. Viele haben gesagt, der ist krank. Viele haben gesagt, er hat ja am Ende des Tages die Wünsche von dem Typen erfüllt. Ich habe auch schon zu Nico gesagt, ich weiß nicht, mit wem ich mich hier gleich streiten muss, Digga. Weil die Nachbarn sind, glaube ich, auch nicht so erfreut, wenn irgendwelche Leute da hinkommen und drüber berichten. Aber auf den, ich habe einen anderen Bonus, weil ich komme aus Hamburg. Ich bin 4 Stunden gefahren. Dann kann ich es mir auch erlauben, die Kamera rausholen. Wir sehen uns gleich vor seiner Haustür. Auf den, als wird er aufmachen gleich. Ich muss ja sagen, ich war schon sehr, sehr oft woanders, ne? Also mit dem Auto. Aber so eine Strecke sehe ich echt zum ersten Mal. Ey, das gibt mir gerade so Yozgat-Feelings, ne? Weißt du warum? Klar, Yozgat sieht ein bisschen anders aus als hier, ne? Aber da fährst du halt auch enge Straßen und halt auch Berge hoch. Deswegen habe ich voll das Feeling gerade. Und damals, als ich Yozgat war, zu der Zeit, wo wir halt solche Straßen gefahren sind, hatte ich halt noch keinen Führerschein. Ist vielleicht aber auch gut gewesen. Guck mal bitte, du siehst einfach nicht, ob da jetzt ein Auto rauskommt oder Rätschild. Du musst einfach fahren. Und so ist das Leben. Einfach machen. Überleg mal, wenn jetzt ein LKW kommt, dann kann ich ja eigentlich wieder nach Hamburg fahren. Wir müssen gleich erstmal sein Haus suchen, ne? Aber ich denke, das werden wir sehen. Wir müssen halt nur gucken, welches abgefackelt wurde. Stellt euch mal vor, ihr kommt in den Knast, seid ein paar Jahre drin, kommt nach ein paar Jahren raus, wollt euch einfach aufs Sofa setzen bei euch und entspannen und so drüber nachdenken, was habt ihr gemacht. Könnt ihr einfach nicht machen, weil Haus nicht da ist. Das ist schon Kelleck, Digga. Wir stehen genau vor dem Ortsschild Wüstefeld, Stadt Rothenburg, ARD Fulda. Bruder, das ist halt echt ein sehr, sehr kleines Dorf, ne? Hart auf hart würde ich hier irgendjemanden fragen, ich schwöre, der wird ihn kennen, glaube ich. Boah, da kriegt schon langsam Adrenalin, kennst du? Ja. Weil wenn man das in den Videos sieht, so, man hat es gesehen, aber wenn man jetzt nochmal live hier ist, ist was anderes. Okay, wir sind da laut Navi. Aber es müsste, soweit ich weiß, hier irgendwo sein. Links oder rechts? Boah, ich kenne das doch. Warte mal. Ah, war das hier? Das habe ich auch auf Google Maps gesehen. Ah, da brennt sogar noch was, glaube ich. Oder bilde ich mir das ein? Nein, das ist das. Oder? Warte mal. Das kann nur das sein. Ja, film mal, Ehrenmann. Boah, das ist gerade echt schwierig. Man hat ja nicht mal richtig Internet. Guck, deswegen könnte ich hier nicht auf dem Land leben. Du hast kein Internet hier. Entschuldigung, der Herr. Darf ich einmal kurz zwischengrätschen? Sehr. Und zwar suchen wir das Haus von Armin Mavis. Sagt Ihnen der was? Ja. Aber da will ich Ihnen nichts drüber sagen. Ungefähr nur ein Tipp. In welche Richtung? Links oder rechts? In die Fahrtrichtung? Ich denke ja. Okay, krass, die Leute wollen dazu nichts sagen. Als ich das Video mit Fritz Honka gedreht habe, da waren wir ja auch in seiner Straße und vor seiner Wohnung. Da wussten eigentlich auch größtenteils der Leute Bescheid. Nicht jeder, aber viele wussten Bescheid. Hier bin ich mir aber zu 100% sicher, dass jeder davon Bescheid weiß. Weil es ist halt wirklich ein sehr, sehr kleines Dorf. Und ich frage mich auch, in welchem Zusammenhang die ganzen Leute hier zu ihm stehen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere schon mal ein Wörtchen mit ihm ausgetauscht hat. Ich fahre am besten jetzt nochmal Richtung Haus, weil das Haus, was wir am Anfang gesehen haben, was halt komplett eingestürzt ist, ist, glaube ich, zu 90% das Haus von Armin Waves. Mavis. Der weiß doch safe auch Bescheid. Schau, ich überhole ihn jetzt. Ich sag, Bruder, steig mal kurz an. Ach du Scheiße, das ist das Haus, ja. Das ist tatsächlich hier.
Da ist halt echt gar nichts mehr übrig geblieben, ne? Also vor 2 Wochen, müsst ihr euch vorstellen, stand das Haus noch. Und ich habe vor 2 oder 3 Wochen, hatte ich auf jeden Fall vorgehabt, in das Haus zu gehen. Ein paar Tage später haben mir Zuschauer eine Nachricht geschrieben und meinen, das Haus ist nicht mehr da. Chef, ich gehe so an die Haustür. Detektiv Dennis, einmal bitte die Tür aufmachen. Es geht um Armin Mavis. Oh, da kommt eine Frau raus. Was ich halt sehr interessant fand in seinem Haus, waren halt noch persönliche Sachen. Also das Haus wurde komplett so hinterlassen, wie als hätte er vor einem Tag da noch geschlafen. Hallo? Wir sind aus Hamburg. Wir sind tatsächlich echt nur angereist, um das Haus zu sehen. Sie wissen wahrscheinlich, worum es geht. Gibt es kein Haus mehr? Ja, das sehe ich auch, dass es kein Haus mehr gibt. Sind Sie Nachbarin von ihm gewesen? Nein. Aber Sie leben ja genau daneben, oder? Wir arbeiten jetzt hier. Ach, Sie arbeiten jetzt hier. Okay. Ich dachte, Sie haben vielleicht daneben gelebt gehabt. Nee, aber wir sind schon öfters hier. Aber jetzt aktuell, ne? Jetzt wahrscheinlich nicht zu der Zeit, wo er noch gelebt hat. Doch, schon seit ein paar Jahren sind wir hier immer wieder. Also haben Sie ihn auch persönlich schon mal gesehen? Ich persönlich nicht, aber die Leute hier. Okay. Ja, ich komme jetzt einmal kurz. Ja. Sagen Sie nur den Pferden, ich bin ein netter Mensch. Darf ich einmal streicheln? Versuchen Sie es. Was heißt versuchen? Das Ding ist, versuchen klingt immer so, entweder hast du den Arm oder du hast ihn dann nicht mehr. Nein, aber die spüren, wenn man Angst hat. Ich habe keine Angst. Nein. Oh, heftig, ich habe das erste Mal ein Pferd angefasst, ne? Sie kannten aber jemanden, der Armin Mavis kannte? Ja, die Leute, die hier wohnen. Haben Sie mit denen schon mal geredet darüber? Nein, das ist mir egal. Aber ist schon krass, wenn man überlegt, hier hat ein Typ gelebt, der jemanden aufgegessen hat, ne? Es gibt genug kranke Menschen leider auf dieser Erde, ne? Ja, ja, das 100%. Das Krasse an der ganzen Geschichte ist, dass die meisten halt auch normal aussehen, ne? Dass man das gar nicht erwartet. Das ist vor 23 Jahren passiert. Damals, wo das passiert ist, wie alt war ich da? 20. Das hat sowas bestimmt nicht interessiert. Es wird ja gesagt, er wollte das selber. Okay, dann frage ich Sie, finden Sie es schlimm? Also finden Sie, dass Armin Mavis was Falsches gemacht hat oder hat er was Richtiges gemacht? Das ist eine bisschen komplizierte Frage. Also ich würde mal sagen, jemandem weh zu tun, das ist schon mal was Falsches. Wir haben den Menschen nicht das Leben gegeben, um ihm das Leben zu nehmen. Aber es gibt sehr viele kranke Menschen auf dieser Welt. Deswegen brennt es eigentlich immer noch oder bilde ich mir das ein? Es dampft seit heute Morgen wieder. Ich dachte, da grillt jemand aber. Nee. Vielleicht kommt an dem zu sagen, passt es eigentlich, ne? Aber also ich hoffe, dass da keiner grillt gerade. Wir sind auf jeden Fall noch hier ein bisschen unterwegs. Alles klar. Nur, dass Sie Bescheid wissen, ne? Ja, die Polizei ist auch immer hier unterwegs. Achso, okay, dann können wir die auch befragen. Ihr wisst, worum es geht. Ihr wisst, was passiert ist. Ihr kennt den Vorfall. Und jetzt müsst ihr dieses Kopfkino wieder einschalten. Digga, der Typ, dieser andere, ich weiß nicht, wie der heißt. Sagen wir mal, der hieß Peter, ne? Der sich umbringen lassen hat. Bruder Peter hat mit Armin geschrieben. Die haben einen Zeitpunkt ausgemacht. Und dann ist Peter hier hingefahren. Keine Ahnung, wie er gekommen ist. Entweder mit Bus, weil da vorne ist ja auch die Haltestelle Wüstefeld. Oder erst mit dem Auto gekommen, ist hier angehalten, hat hier höchstwahrscheinlich noch geklingelt, Digga. Ich weiß nicht, ob die Klingel noch funktioniert. Digga, das wäre jetzt gruselig, ne? Junge, die hat Peter aber schon angefasst. Hat hier geklingelt. Dann wurde die Tür aufgemacht. Er wurde von Armin mäßig begrüßt und dann sind sie reingegangen. Und was da drin passiert ist, wissen wir am Ende des Tages nicht. Wenn ich jetzt keine falsche Information habe, gab es sogar Videoaufnahmen von Armin Mavis, wo er ihn umgebracht hat und zerstückelt hat. Niemals. Weil der Typ, also Peter, wollte unbedingt aufgenommen werden dabei. So krank war der Typ. Hand aufs Herz. Walla, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde beide Parteien krank. Also ich finde Armin krank und ich finde Peter krank. Der ist schon krank, wenn man drüber nachdenkt. Und das ist sein Haus, ne? Boah, stinkt auch ein bisschen noch nach Dings, ne? Feuer. Oder nach verbrannt, besser gesagt. Digga, das ist echt interessant, aber auch sehr, sehr gruselig zugleich, ne? Ich weiß nicht, wie es damals war, ne? Kann auch sein, dass damals hier vielleicht noch ein paar andere Häuser waren. Aber die einzigen Häuser oder Nachbarshäuser sind ja eigentlich da und da. Also das ist so die einzige Siedlung, die so mitkriegen würde, wenn was passiert. Und das Ding ist, ich sag mal so, in dem einen Video habe ich ja auch mitgekriegt, hat Armin ja selber berichtet, als der Penis von dem Typ abgeschnitten wurde, ne? Das ist ja nicht so ein kleines Zwicken, das auf den, wo du sagst, aua, das tut ja richtig weh, ne? Und der hat ja auch geschrien. Und dann frage ich mich, stell dir mal vor, da war irgendwie ein Fenster auf oder es war nicht gedämpft genug, dann hätte das doch bestimmt irgendjemand mitgekriegt. Weißt du? Hat er, während er gelebt hat, abgeschnitten? Ja, ja. Ich habe das, glaube ich, gar nicht erwähnt, aber als der Penis von dem Typen abgeschnitten wurde, ne? Viele denken wahrscheinlich, okay, der war tot. Der hat ja wirklich noch gelebt. Und das Krasse an der ganzen Geschichte, Peter wollte, dass sein eigener Penis gebraten wird und dass er ihn dann selber essen kann. Also so ein kranker Typ war das. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ne? Aber ich mache mir immer so richtige Kopfkinos und stelle mir dann mal so vor, wie das alles abgelaufen ist, wie das passiert ist, wie die geredet haben, wie Armin sich danach gefühlt hat. Weil er hat halt erzählt gehabt in dem Interview, dass er halt es erstmal nicht wollte. Aber es war halt der Wunsch von dem Typen. Ihr müsst euch vorstellen, Peter und Armin haben davor geschrieben und die haben ja schon die Tat mäßig geplant. Also die haben ja den Ablauf schon geplant und haben gesagt, so und so muss es sein, bring mich um. Und auch wenn ich sage zu dir, bring mich nicht um oder ich schrecke zusammen oder du schreckst zusammen, tu mir den Gefallen, bring mich um. Das waren die Wünsche von dem Opfer, also von Peter. Bei Armin war das Ding so, er hat selber gesagt in einem Interview, er hatte Angst gehabt, er hatte das Messer an der Hand, wollte es aber nicht. Er wurde halt aber so extrem gedrängt, dass er quasi schon fast gezwungen wurde, das zu machen und dann hat er es anschließend gemacht. Man sieht halt auch wirklich überhaupt nichts, ne? Also es ist wirklich alles komplett am Arsch. Ich frage mich auch, welcher Vogel das einfach angezündet hat.
Haben Sie eventuell kurze Sekunde Zeit? Wir kommen aus Hamburg. Wir stehen hier gerade vorm Haus von Armin Mavis. Sagt ihr wahrscheinlich auch was, ne? Ich bin unschuldig. Ich bin vorgestern erst wieder aus dem Urlaub gekommen. Mein Alibi ist sauber. Mein Alibi ist auch sauber. Ich komme aus Hamburg. Bruder, er rechtfertigt sich hier, ohne dass ich gefragt habe. Ich bin unschuldig. Was ist das? Easy. Was sagt er? Wir sollen reinkommen? Ich habe den Typen gerade gefragt. Ich weiß nicht, ob man das so gut gehört hat. Also er kannte ihn mal persönlich. Er war sich irgendwie nicht sicher. Keine Ahnung warum. Er meinte aber, er ist unschuldig und er kam aus dem Urlaub. Das waren seine Worte. Keine Ahnung, was er damit meint. Ich habe ihn auch nicht gefragt, ob er ihn umgebracht hat. Keine Ahnung. Er hat sich einfach gerechtfertigt. Ne? Er dachte, ich bin Richter. Ihn hätte ich sehr, sehr gerne gefragt, weil er fährt hier sehr, sehr oft lang. Und ich denke, er wohnt hier auch in der Nähe. Das heißt, er hat von dem Fall wahrscheinlich auch mitgekriegt. Deswegen wäre das interessant gewesen, mit ihm zu sprechen. Aber ja, da seht ihr es. Zwei Türen sind noch offen. Ich weiß nicht, wem das Auto daneben gehört, aber das rechte Auto müsste auf jeden Fall das Auto von Armin Mavis gewesen sein. Überleg mal, das Haus war richtig groß, ne? Das ging wirklich von hier bis da und dann komplett nach hinten durch. Und das ist jetzt einfach kaputt. Also komplett in sich reingefallen. Man riecht es auf jeden Fall immer mehr, ne? Wenn man näher rangeht und ich habe eine dichte Nase. Krass, ne? Komplett, wie groß das war hier. Das ist einfach sein Auto gewesen. Voll Adrenalin, ne? Auf Ernst. Obwohl man den Typen noch nie kannte, noch nie gesehen hat oder so. Und nur durch irgendwelche Medien das mitgekriegt hat. So viel ist da nicht geblieben. Hinten ist keiner angeschnallt. Boah, das Auto sieht von innen schon echt kaputt aus, ne? Also wirklich verschimmelt. Ich glaube, das ist sogar ein Oldtimer, ne? Ich weiß gar nicht, ob das sein zweites Auto war. Also das Auto kenne ich auf jeden Fall, aber das zweite nicht. Und das ist halt die komplette Fläche, ne? Ohne Spaß, ne? Hand aufs Herz, ich finde das Auto sogar schön. Also ich feiere diese ganzen Oldtimer. Und das ist schon ein sehr, sehr gemütliches Auto. Natürlich in dem Zustand nicht mehr, aber an sich ein sehr gemütliches Auto. Für uns geht es auf jeden Fall jetzt gleich wieder nach Hamburg. Also wir sind jetzt 3 Stunden 50 hergefahren. 3 Stunden 50 geht es auf jeden Fall wieder zurück. Ich muss gleich alles ins Navi eingeben, wenn ich wieder Internet habe. War auf jeden Fall sehr interessant. Ich kann nur sagen, nehmt euch kein Beispiel dran und fahrt da jetzt hin und geht ins Auto rein oder keine Ahnung was. Das haben ja die meisten schon davor gemacht. Die sind in die Wohnung reingegangen oder ins Haus reingegangen, haben irgendwelche persönlichen Sachen mitgenommen. Macht es nicht. Ich bin reingegangen. Ich habe euch versucht, das Bestmögliche zu zeigen. Klar, wenn ich irgendwelche persönlichen Sachen sehe, wie Briefe oder Tagebücher oder so, da kann ich natürlich nicht reingucken. Ne? Ich kann es wieder auf meiner Liste abstreichen. Haus vom Kannibalen habe ich auch besucht. Haus vom Serienmörder Fritz Honka habe ich auch besucht. Mal gucken, was mich alles auf dem Weg noch erwartet. Oder euch erwartet. Oder uns erwartet, besser gesagt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns.